Hallo und herzlich willkommen, Mahlzeit, Herr Meister Dutschke. Mahlzeit. Hier sind Haare ausreißen, Teil 25 kommt jetzt. Wir sind immer noch hier am Umbauen und hin und her bauen. Und das hat auch seine Notwendigkeit. Nicht wahr, Herr Dutschke? Ja. Wir müssen nämlich. Ordentliches Lager brauchen wir so, also so. Essen und Materialien zusammen brauchen wir mindestens 50 Kisten. Das reicht wahrscheinlich nicht mal. Weil wir haben ja noch gar nicht alle Materialien in der alten Base. Und hier kriege ich 4 hoch hin und 2 pro Kachel. Das wären hier quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da haben wir noch nicht mal einen Durchgang. Also 8, das wären dann 4 mal 8. Das ist gar nicht viel. Ach nee, 4 mal 16. Ja doch, dann reicht es ungefähr. Sag mal her, was ist denn hier das? Die Kisten sind leer. Ja, die was stehen bloß denn Sortierung. Ja, wenn man die denn anders platziert, so wie du die bei uns im Haus platziert hast, also so längs, so. Was ist denn hier an der Wand hin oder zu machen? Guck mal, hier an der Wand, ne, da wo sie jetzt wo sind. Wo machst du denn jetzt den nächsten? Das machen wir noch in daneben, wo das weitergeht. Ja, ich, warte, dann mach ich mal weg, hat der ganze Platz auch genutzt. Original, da fängst du an. Zack, 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 muss halt enger setzen. Tiere. So, dann machen wir das Fenster, machen wir ein bisschen schmaler. Dann setzen wir hier noch 2 Steine rein, dann lassen wir das Fenster und dann machen wir hier nochmal. Da kriegst du 16 Kisten dort jetzt erstmal hin insgesamt, wenn du 4 hoch machst. Oder. 1, 2. Ich habe kein Holz mehr. 3, 4. Ja, dann machst du das, machen wir das Fenster halt schmaler. Muss ja nicht so riesig sein. Und wo machen wir den Rest denn von den 50 Kisten? Na, hier auf der Seite. Da auch noch. Dann stellen wir das Rad noch woanders hin. Dann weil du hast doch auch Schmiedekram. Ja, aber dann rennst du doch wieder hin und her beim Ausräumen. Ah, hier ist jetzt Resin. Ah, hier drüben sind die Augen. Ah, hier drüben sind die Gänseblumen. Ah, hier drüben ist das. Das wollen wir möglich vermeiden. Ach so. Kompakt zeigt. Ein Lager praktisch. Ja. Ich würde das gerne hier wie so einen Raumteiler rüber haben, weil kannst du nämlich auf der Seite und auf der anderen beschriften und kannst in der Mitte die ganzen, oder hier auf der Seite die ganzen Fressekalien einordnen, kannst du die hier beim Kochen gleich wieder rausnehmen auf der anderen Seite. Ach so, du willst das quasi hier rüber, so wie ich jetzt laufe. So willst du das machen. Ja. Aber einen Durchgang musst du noch lassen. Ja, das ist ja das Problem. Deswegen habe ich ja gerade gerechnet. Wenn wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fußbodenkacheln haben wir und eine halbe meinetwegen hier noch. Und wenn wir pro Kachel 2 hinkriegen und können plus 7 verwenden wegen der Durchgänge, dann haben wir halt 14 mal 4. Kommen wir von sonst so grob hin, denke ich mal. Warte mal, dann tu mal gerade mal das Zeug aus den Kisten. Komm her, ich mach mal gerade 3 Kisten hier. 1, 2, 3, 4. Komm her. Da räumen wir mal gerade das Zeug hier aus den Kisten weg. Take all. Zack. Hier, das ist schon, kann schon weg. Kiste. Hier ist noch jetzt. Take all. Ne, mehr kann ich nicht. Kann ich nicht mehr schleppen. Keine Plätze mehr frei. Du hört jetzt einfach nur mal grob hier rein. Holz drinne. Da kommt das rein. So. Weil hier die Kiste steckt ja auch noch im Boden drinne. Ja, alles klar. Weg. 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 So. Ich kann mich sogar noch bewegen. So, jetzt kannst du mal sagen, wie du das möchtest. Hier das. Blöde Ratten müssen wir dann irgendwo noch woanders hinquetschen. Erstmal muss dieser Stonecutter am besten vergraben werden. Welcher Stonecutter? Das Grinding Wheel? Ne, der Stonecutter. Ach, den? Ja, den können wir vergraben. Da habe ich nichts dagegen. Der muss auch schon wie weg. Ja, der muss weg. Der ist hässlich. Oder nimmt jede Menge Platz weg. Das sehe ich genau. Der muss unterirdisch hin, erstmal vorläufig.
Ja, da habe ich nur Angst, wenn wir den jetzt. Na gut, dann. Ja, gut, Der Radius reicht das ganze Haus auch, wenn da ein Brunnen ist. Dann mache ich mal. Das hat nicht lose unter deinen Eisenstempel. Da ist schon lose. Das ist schwierig. Weil die Statik ändert. Im Moment steht es noch auf dem Feuerbecken, das geht wahrscheinlich. Du brauchst jetzt bloß nicht komplett unter Höhlen. Fängt es dann gleich an mit Rieseln, wenn da das mal nachgerechnet hat. Doch. Achso, du hast da so eine große Wand reingesetzt, nach unten in den Fußboden. Ich dachte nämlich, du kannst da genau dort reingraben, wo der jetzt steht, einfach. Um diese Säulen nicht zu unterhöhlen, sozusagen. Ich kann nicht zaubern, ich muss erst wieder hier rauskommen. Oh. Kannst du den überhaupt reinstellen? Sehen wir jetzt. Komm erst oben, Cutter. Her damit. Aua. So. Stonecutter, wo ist das Scheißding? Crafting Stonecutter. Naja, geht da nicht rein. Warte, wie noch sein, ne? Hier kann ich ihn hinstellen, hier kann ich ihn nicht hinstellen. Nicht ja, doch, warte. Doch. Passt. Jetzt die Frage, kann ich da noch Steinplatten reinkleben? Kannst du den Dreck wieder anheben jetzt? Kannst du halt zudrecken. Ehrlich. Mhm. So. Dann können wir jetzt noch Wände reparieren? Ja. Dann klebe ich jetzt mal den fehlenden Stein da wieder hin. Also Leute, ihr seid Zeuge. Ich klebe den Stein zum 15. Mal da rein. Jetzt fällt ganz Haus zusammen. Dann ja, der backt irgendwie. Das habe ich schon mitgekriegt. Der ist dann irgendwann wieder weg. Der Speicher ist nicht richtig. Wahrscheinlich dachte der, da ist schon mal einer oder was. Vielleicht gerade in der Sekunde, wo er gespeichert hat, irgendwas mal platziert oder so. So, dann zeigen Sie mal Ihre Theorie, wie wir das machen. Wir müssen praktisch hier so eng wie möglich jetzt. Das Bier muss noch weg, ne? Weh, nicht unbedingt. Das wird nicht stören, denke ich. Muss ja keiner sich so in die Ecke knietschen. Kriegst du sogar ein bisschen mehr hin noch. So grob jetzt bloß mal. Ah, hier müssen wir halt einen Durchgang lassen, denke ich mal. Hier einen müssen wir haben. Ja. Hier so, hier will ich. Die Platte wenigstens, wo ich jetzt drauf stehe. Dass man gerade da noch die Treppe hochrennen kann. Ja, du kommst nicht durchs Feuer gelaufen. Wäre es noch so lieber. Ja, so, auch. Ja, mir egal, wie sie wünschen. Das war doch sowieso alles von nicht mehr ganz so schön gebaut. Wenn wir ja sehen, ob wir da noch bauen müssen. Was haben wir denn bis jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erstmal. Wenn wir das so volle Höhe machen, sind wir auf 40 schon nochmal. Wir müssen aber auch darauf achten, dass man es noch beschriften kann. Das ist grob. Gar nicht so unhandlich. Brauchen wir da ein Regal, ne? Ja, das ist ja jetzt bloß mal rein weg so in der Theorie. Natürlich brauchen wir ein Regal, das geht nicht ohne Regal, weil dann wird es jetzt scheiße aus. Ja, dann. Was ist, wenn du erstmal hier am Rand hinplätscht? Wie viel hast du denn jetzt? Eins? Hab schon gerade gesagt, 10 Stück habe ich schon mal. 10 Stück. Und dann 40. Und 40. Ah, du möchtest die lieber mehr in der Mitte haben, wegen von hier nach da rennen und von da nach da rennen. Naja, wir werden es brauchen von der Anzahl her. Darum geht es mir eigentlich. Weil, na, kommen noch ein kleines bisschen weiter auseinander. Wir kriegen jetzt nicht genau 10 auf die Entfernung, glaube ich, wenn wir überall einen Balken dazwischen machen. So pro Fach. Aber wir können bei uns ja den Durchgang ganz größer eng aus machen. Mal gucken, wie da aussieht, wie der da gemacht hat. Zwei Laser sah da ziemlich zusammen aus, ziemlich eng aneinander aus.
Ah, der Nu. Darf nicht teleporten, hab irgendwelche. Ah ja. Ja, gut. Immer noch nicht. Spinner! Sag mal! Ach, da. Idiot. Zack. Jetzt. Hast du da gar keine Balken dazwischen? Ein Balken. Du hast nur Holzdinger davor. Hast du. Zwischen den Kisten sind keine Balken. Bei in der Küche. Ja, bei in der Küche ja, aber bei dem anderen Ding nicht. In der Küche sind Balken dazwischen, ja, aber auf der anderen Seite hast du keine gemacht. Brauchtest du gar nicht. Da ist das ein komplettes Regal. Das sieht sowieso ein bisschen gequetscht. Also ganz ehrlich, das hier sieht schöner aus. Weil diese Balken, das ist ja alles ineinander dann verschachtelt. Das sieht hier gut aus. Das Trophy-Regal, wo die hier Trophys sind und so, das gefällt mir besser wie in der Küche, rein optisch. Aber das spielt auch keine Rolle. Oder willst du da zwischen jeden... Komm doch selber gucken einmal. Dann siehst du da doch selber. Willst du nicht gebaut haben? Ja, aber du hast... Aber es soll doch schön aussehen. Ja. Ehrlich, ich finde das hier schöner. Also da sind keine... Bei dem Küchenregal, da sind die Balken, die quetschen sich halt jeweils links und rechts in die Kisten rein. Und bei dem anderen sind keine Balken dazwischen. Da sind noch die normalen Abstände dazwischen. Hast nur da eine Wand und da eine Wand und dann war gut. Da hast du die Bretter gesetzt. Und für sich finde ich das gut. Ja, das sind die Bretter, aber wo die Kisten drauf stehen, hinten an der Wand festgemacht. Die haben wir jetzt erstmal keine Wand. Ja, dann stellen wir eine hin. Dann hast du noch bei. Wir wollen ja von der anderen Seite auf die Küchenutensilien Sachen zugreifen können. Ja, dann mal. Küchenutensilien. Können wir doch. Soll das ein Regal werden für alles? Auch für Küchenutensilien? Die brauchst du doch gar nicht. Ich sag ja von der Rückseite. Hier, du kommst hier runter, stoppst das alles da rein in der Reihe, brauchst nur einmal langlaufen. Und wenn du kochen willst, nimmst du es von der anderen Seite das raus, weil die ganzen Fressekalien auf der Höhe sind oder Kochtopf ist auf der anderen Seite. Wie schwer ist denn das zu verstehen, Herr Helmschka? Ich verstehe es halt nicht. Die Frage ist, welche... Ja, ich verstehe das schon, aber meine Frage ist, welche Schmiedeutensilien brauchst du zum Kochen? Okay, ne? Na also, was sollen die denn da von da? Hä? Wie? Sind die dann da? Die sind doch nicht dort, wo die Schmiede ist. Die sind auf der Höhe dann, wo der Kochtopf steht. Sehen Sie. Nee, mach einfach. Mach einfach, dann will ich sehen. Oh. Weil anders willst du sowieso nicht. Na, wenn du jetzt hier kommst, tust du ja aussortieren und hier bei den mittlersten Kisten, hier in dem Bereich meinetwegen, sind die ganzen Beeren und Fleisch und alles. Du stoppst hier alles nein, genauso wie du hier was wie sich Leder nein stoppst und alles, was du sonst so anbringst. So, wenn du mal was kochen willst, dann stehst du hier am Kochtopf und dann nimmst du hier die Beeren und das Fleisch raus, weil das alles hier eingeordnet ist, wo gegenüber direkt die Küche ist. Gehen Sie. Ja, das wird aber nicht reichen dann. Wenn du da alles reinklatschen willst, wird das nicht reichen. Was hat man gesagt insgesamt, wie viel wir jetzt Kisten hatten drüben ungefähr? Drüben?
30 bei der Küche und... Und circa 30 willst du haben für die... Also brauchen wir 60 insgesamt. 6 durch 4 ist 15. Also brauchen wir praktisch 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriegen wir hier nicht alle hin. 8, 9, 10, 12, 13, 14. Kriegen wir knapp nicht hin, sagen wir es mal so. Sei denn... Es sei denn ganz einfach. Na, hier passt sogar noch hin. 15 sollte man sogar schaffen. Du kannst ja noch... Also... Für die fertigen Essensutensilien kannst du ja die Kisten woanders hin. Das sowieso. Die zwei Kisten, wo das fertige Essen drin ist. Aber das sind nur zwei, ja. Oder von mir aus fünf, da kannst du den Stapel direkt neben dem Kochtopf machen, wo das Essen raus ist. Das ist ja kein Problem. Überlegt bloß halt gerade noch die günstigste Bauvariante für das Regal. Ja, hier ist halt... Wenn du die zwei Dinger wegmachst, die mittleren Bretter, und die dann ein bisschen weiter sortierst, hast du eine Kiste mehr. Ja. Dann halt die Fußbodenbretter, um die nächste Kiste dann rüber zu tun, nicht in die Luft hängen. Ja, sicher. Also, Nein, kann man nicht. Mach nur mal die Bretter. Ja? Ja. So. Jetzt. Eins. Zwei. Ja, du machst drei. Du wolltest doch gerade die Bretter jetzt wegmachen. Da musst du doch das Brett mit wegmachen. Ja. Und nur? Jetzt steht jetzt an der Fensterbank. Ja. Ja. Na, wenn das reicht, dann ist doch gut, dann können wir es ja so machen. Da kannst du unten die Kiste einen verschieben. Ne, das reicht ja nicht. Also muss ja hier zum Schluss musst du eine Wand haben, die senkrecht geht, damit das ganze Ding hält. Damit das so wie Regal aussieht. Ja, und das Fenster muss sowieso kleiner gemacht werden. Kann ich direkt mal machen. Dann brauchst du das auch gar nicht. Ja, wenn das Fenster kleiner wird... Brauchst du sowieso nicht. Warte, ich mach ein Fenster kleiner. Fenster. Unsere schöne Aussicht. Mimi. So. Hier rum wird's Fenster kleiner, so rum. Ne? Komm, jetzt leider einfach. Hier wird leider grob geschustert jetzt. Ist ja alle nix. Ich möchte ungern was wegmachen. Sonst kracht mir das ein. Also klatschen jetzt einfach zwei Dinger da rein und fertig. So. Und hier leider genau dasselbe, ne? War sogar eins verschoben, sehe ich. Fenster ist nämlich hier. Ja, weiß ich nicht, ob das Problem gibt. Die sind oben auch verschoben. Ja? Die oben, die Kleinen sind später auf der linken Seite von den oberen Fenstern. Die war jetzt... Hält, Gott sei Dank. Hab ich gerade etwas Angst gehabt. So, jetzt ist es genau auf derselben Linie. Da wäre das jetzt ja quasi die Regalreihe. Hier kann man durchlaufen. Na, knall du nur mal Kisten hin. Wie viel kriegst du denn jetzt hin? Brauchst du auch nicht. Hör mal. Moment mal. Warum? Warum alles in der Welt bauen wir denn jetzt noch kleine Kisten? Weil wir nicht so viel Eisen haben für Unmengen von großen Kisten. In den großen Kisten brauchen wir doch dann viel weniger. Nicht wenn du nach Items sortieren willst, hast du trotzdem genau die gleiche Menge Items, dann ist es dann in jede Kiste mehrere verschiedene tun. Das kann man auch machen. Musst du dann aber alles so beschriften halt. So. Hast du dann drei oder vier Sachen, dann muss man sich andere Lagerkategorien ausdenken, auf Deutsch gesagt. Ja, das ist doof.
Nee, und die sind doch von der Höhe ganz anders. Nee. Nee, nimm die normalen. Hast recht. Die normalen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen teuer im Moment. Ja. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Richtig. Und vom Platzmäßig ist das auch scheiße. Ganz klipp und klar. Also wir müssen einmal Holzkohle hier auch schon mal, ja. Ich klatsche einfach mal. Weil wir müssen ja mit den Schildern, wir müssen mit den Schildern hinkommen. Die Schilderbreite bestimmt eigentlich, wie enge du die Kisten stellen kannst. Das ist das Problem. Die kann man zwar, die Schilder kann man ein kleines bisschen überlappen lassen, aber wenn es zu viel überlappen lässt, hast du dann nur noch einen langen Text. Also, kannst du das nicht bei dem anderen war es genau. Ja, da habe ich schon genug gezirkelt. Weiß. Moment mal ganz kurz. Zack. Moment mit dich. Oh so. Geht das Ding jetzt in der Mitte? Nein. Weg. Den ersten richtig haben. Alle richtig. Noch nicht. Weiter. So. Ja, jetzt steht er mittig vom Brett, ne? Würde ich sagen. Ja, einfach. Lass mal auch schon wieder das Schild hier hinkriegen. Was für ein Schild? Das ist nämlich der Hauptschild. Schild, wo drauf steht, was in der Kiste drin ist. Kannst du direkt oben an die Wand dran kleben, das Brett. Hier, wolltest du da sowieso flache Bretter übereinander? So breit ist ein Schild. Wenn ich das nächste jetzt nahtlos anschließe. So, das dritte. Vierte. So weiter. Dann hast du wieder. Man kann die minimal ineinander reinschieben, das habe ich ja bei unserem anderen Mal auch gemacht. Extrem, weil dann, wie gesagt, fließen die Texte ineinander. Außerdem muss ich jetzt aufpassen, dass die Kisten noch anklickbar sind, wenn die Schilder dran sind. Also da überlege ich gerade, ob es besser ist, wenn die Schilder unten sind, weil auf der unteren Etage auf alle Fälle, weil dann kannst du von oben und guckst du dann übers Schild an die Kiste, um die vielleicht da anzuklicken. So, Moment, wo würdest du jetzt hier dein Brett hin machen? So, oder wann? Ja. Versuchen wir den Raum zu teilen. Und das irgendwie beschriftet kriegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Ich glaube, ich muss schon mal Schweine schlachten. Was haben wir denn? Ja, alles dicke Schweine. Das kann sein, muss noch lange sortieren. Schlachtzeit! Schweinebeine! Incoming! Wo ist die Helmsau? Die Helmsau? Da ist die Helmsau. Bam! 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 Nein! Nein! Die Schweine sind nicht so froh, dass ich sie geschlachtet habe. Sowas. Wie konnte das denn passieren? Endlich. Ich bin rausgekommen. Schweine haben mich aus ihrem Gefängnis entlassen.
Oh, beinahe ein Schweinsvieh gekillt. Wäre dann blöd gewesen. Und daneben an soll ich dann auch direkt killen gehen, ne? Möhrchen noch drinne? Ja, ich hatte eigentlich überall 50 schnell getan letztens. Normal müsste überall noch was sein. Ja. Hallo Schweinchen, hier kommt ein netter Besuch, der liebe Helmi ist da. Hat auch bestimmt kein Messer in der Seite. So. Habt ihr wieder Platz, ihr lieben Schweinchen. Eine Runde Peaks hast du, ich reparieren. Idioten, renn immer reinweise in die Peaks rein. Lalalala. Na, vierte Reihe kriegen wir ordentlich hin mit der Bauweise. Aussieht. Erstmal muss ich noch Holz holen, ich kann es noch nicht mal sagen. Ich habe schon ewig nichts mehr gegessen. Ich hoffe, das wird mir nicht gleich auf die Füße fallen, wenn der Bösling angerannt kommt. So. Hat vierte Kiste? Auch oh, kriegen wir noch dahin. Brett, ein Brett. Doch, geht. Also. Ordentlicher. Was soll's alle? Ja, warte, ich bewerf dich. Ja. Wo ist das nicht richtig gleichmäßig? Ja, die ganze in der Wand ist schon leider sehr, sehr weit weg von der Wand. Guck mal. Was ist das? Ja, die ersten zwei müssen meine Erinnerung. Kannst du von oben aufmachen? Von oben leichter. Mhm. Das ist kein Stabilitätsboden, der kann weg. Kein Thema. Ach, das ist nicht leichtfertiger Helmspann. Oh, ich habe den Boden eingerissen. Wir können von oben drauflegen. Guck, guck. Hier bin ich. Da. Ich bin weg. Jetzt kannst du hier. Ey. Was sind denn hier? Sein, ich sehe die anderen sonst nicht schon. Böse Randalierling. Guck mal, was ungefähr in der Mitte ist. Nee. Weiter nach hinten. Weiter meine Richtung. Nee, zu weit.
Ja, sieht gut aus. Ah, ja, passt, passt. Dann lass das gleich erstmal auf, bis die Schilder dran sind, sonst wird das Quälerei von unten. Ja, ist ja kein Thema. Aber das stimmt jetzt wieder nicht. Es gibt jetzt viel Abstand. Ja, die müssen noch nicht perfekt sein. Dafür habe ich ja bei der Küche die Balken dazwischen gemacht, weil da siehst du das dann nicht mehr. Da ist das alles zu. Ja, perfekt müssen die auch nicht sein. So. Ist jetzt nicht gerade. Aber das muss schon Ruhe machen. Kann man jetzt da einzeln noch ein bisschen ausrichten. Da kann man dann einzeln wieder rausnehmen, die noch ein bisschen rücken. Weil da an der untersten Reihe ist in der Mitte schon eine zu große Lücke. So von wobei das muss auch nicht, das muss auch nicht perfekt sein. Das ist gut so. Das Problem ist nur, wir müssen halt die Schilder dran liegen. Das ist eine Quälerei. Ich mach die Kisten da weiter. Einmal. Die stehen noch nicht gleichmäßig, sehe ich gerade in der Mitte. Die zweite Reihe steht fast komplett ein bisschen weiter vorne. Ein bisschen weiter links. Ja, das ist doch. Müssen wir hier dann eine Wand dran machen, das sieht man es nicht mehr. Das siehst du auch so. So betreiben müssen wir ja auch nicht. Also. Der Papst, wenn der Papst zufrieden ist, reicht er. Also du. Nicht der Papst, das ist aber eine Ehre. So wäre das quasi. Warte mal, ich will bloß mal gucken, wie es aussieht. Fenster weg. Ja, das sieht gut aus. Also hier die. Die ist noch komplett zu, die muss weiter rüber, weil weiter hin zu der anderen. Da ist eine viel zu große Lücke drin. Oh, wer? Die ich gerade weggemacht habe, ne? Ja, die ich noch weggemacht habe. Jetzt, ja, jetzt sieht's gut aus. Ja, ja. Die letzte noch. Ah, Mist, genau. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 mal 7, 28. Das ist schon mal was. So, jetzt guck mal, wie der Abstand ist. Ich sehe das von hier oben schlecht. So? Oder ja. Zu nah? Ja, gut. Ah, kein Holz mehr. Nicht hier noch auf dem Rum überall. Ich glaube, reicht nicht, weil ich gehe hier. Ja, nach oben. Reach! Neues Schweinchen. So? Ja. Und. So. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut, da haben wir das. Da kann ich die Decke wieder reinziehen, ne? Nee, weil da müssen noch die Schilder dran mit der Beschriftung, das geht so auch wesentlich besser. Ach so. Hier, die obere Reihe. Okay, ja, dann. Ja, liebe Leute, ne? Kistenbau abgeschlossen. Dann schauen wir mal. Wir werden das wohl jetzt mal ein auslassen, damit wir hier da nicht ewig nur am Bauen sind. Ne? Fällt ihr bekloppt. Wir zeigen euch dann das Ergebnis, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss. Tschüss. Du kannst.